Mahlzeit, liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es geht weiter mit der Overview meiner Mediabook-Sammlung. Der nächste Part, die nächsten 10 Mediabooks sind bereit. Wieder ordentlich Titel mit dabei, auch ja sehr schöne Titel, aber das werdet ihr natürlich auch gleich sehen. Diejenigen, die natürlich hier länger mit dabei sind, werden das natürlich dann schon sehen, was jetzt allgemein jetzt folgen wird. Ich werde natürlich auf die Mediabooks eingehen, von der Qualität her, ob das so passt. Ne? Alles halt meine persönliche Meinung, natürlich auch zum Text. Natürlich werde ich auch was über den Film sagen, ob der Film was kann oder ob er eben nichts kann. Wie gesagt, seid gespannt und ich würde sagen, wir gehen in die Ego-Perspektive und legen los. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, und da sind wir in der Ego-Perspektive und wir legen gleich los und zwar mit dem ersten Mediabook hier und zwar Demolition Man in der wattierten Variante von Infinity Pictures. Klar, muss man natürlich gleich vorneweg erwähnen, es ist ein Repack, ganz klare Geschichte, aber der Film ist für mich so dermaßen gut, dass ich definitiv hier eine Mediabook-Veröffentlichung haben wollte. Und ja, ganz ehrlich, also wer den Film hier noch nicht kennt, also der sollte das schleunigst nachholen, weil er hat hier definitiv ordentlich was verpasst, meiner Meinung nach. Und wenn man sich hier das Mediabook hier anschaut, ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Teil geworden. Alleine auch hier vom Innendesign her. Der Text hier drin ist auf jeden Fall auch vollkommen in Ordnung. Der hatte mich auf jeden Fall auch überzeugt. Tolle Hintergrundinformationen und auch halt hier das Bildmaterial. Das kann sich auf jeden Fall auch alles durchaus sehen lassen. Wie gesagt, ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Alleine, wie gesagt, halt hier von den schauspielerischen Leistungen her, von Wesley Snipes und Sylvester Stallone natürlich überragend gut. Auch sehr, sehr lustige Stellen im Film, wo ich mir auch das Lachen definitiv nicht verkneifen konnte, alleine durch die Sprüche von Wesley Snipes und Sylvester Stallone. Deswegen und alleine auch, wie gesagt, Story her, auch hier richtig schöne, geballte Action und auch richtig schöne, schöne Klopperei, auch schöne Ballerei zu sehen. Also ein wirklich toller Actionfilm, wie gesagt. Spannung kommt hier definitiv auf. Wer den Film noch nicht kennt, unbedingt nachholen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten ihn kennen. So, und dann machen wir weiter. Und zwar auch mit einem Klassiker von Sylvester Stallone. Und zwar hier Over the Top. Was hier in diesem Mediabook von Cape Light erschienen ist. Und da hatte ich mir auch geholt, weil hier das Preis-Leistungs-Verhältnis ja wirklich gepasst hat. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft hatte, jetzt wird es natürlich auch deutlich höher gehandelt. Der Film ist natürlich auch absolute Weltklasse, definitiv. Und ja, ich kann den Film auch nur ganz, ganz klar weiterempfehlen. Wie gesagt, halt hier wirklich eine tolle Geschichte zwischen Vater und Sohn, die sich dann hier auch wieder langsam annähern. Und wie gesagt, wer den Film nicht kennt, unbedingt anschauen. Wie gesagt, Sylvester Stallone hier überragend gespielt. Ich meine, gut, hier der Schauspieler hier, der hier seinen Sohn darstellt, ist ab und zu mal ein bisschen nervig, der kleine Hosenscheißer, aber macht trotzdem seine Sache definitiv gut. Passt schon und ja, wie gesagt, Spannung kommt auf jeden Fall hier auch definitiv auf und ganz klar toller Film. Ja, zum Booklet selbst, ihr seht es ja hier selber, ist auf jeden Fall auch richtig schön gestaltet, schön verarbeitet. Text hier drin ist auch in Ordnung. Das Ganze kam ja hier von Cape Light raus. Ja, das Mediabook ist hier komplett in einem Hochglanz. Kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt. Ich meine, ich finde es in Ordnung, aber jetzt ist so richtig krasser Fan von diesen Hochglanzdingern bin ich da jetzt nun auch nicht, weil man sieht ja immer jede einzelne Tatze drauf. Aber trotzdem, wie gesagt, schönes Mediabook und alleine, wie gesagt, Spitzenfilm. Ja, dann machen wir weiter auch mit einem Klassiker und zwar Cujo. War ja hier die Erstauflage, die erste offizielle VÖ, alles was ja so bekannt vorher gewesen war. Die DVD und die Blu-ray sind ja halt leider alles Bootlegs gewesen und ja, Indeed Films hatte hier den Film dann das erste Mal hier rausgebracht. Ja, da gab es ja halt auch diese Postkarte hier mit dazu. Ja gut, allgemein diese Karte hier.
Und ja, wie gesagt, ich gehe jetzt halt auch jetzt hier nur grob drauf ein. Ich hatte dazu noch auch ein extra ausführlicheres Unboxing gemacht, genauso wie bei Over the Top und Demolition Man. Könnt ihr euch mal dann genauer anschauen, weil da gehe ich genauer drauf ein. Aber allgemein, wenn man sich das hier so ansieht, ja, hier sind erstmal so die anderen verschiedenen Cover-Motive und der Text hier drin, der ist auf jeden Fall auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn man jetzt also mitbekommt, was jetzt nochmal alles hier bei Cujo alles so an Mediabooks nachgelegt wurde, das ist dann schon meiner Meinung nach echt sehr, sehr übertrieben. Und ja, dann wurden jetzt auch nochmal Emirates nachgelegt mit der Kinofassung und dem Director's Cut. Jeweils in einer Emery Keep Case und wo ich mir so dachte, meine Güte, man hätte doch die beiden Versionen gleich in einer zusammen machen können. Wäre doch besser gewesen halt für diejenigen, die nicht so auf Mediabooks abfahren. Nein, musste extra gemacht werden. Zum Film selbst. Ganz, ganz große Klasse, ohne Scheiß. Ich hatte den Film auch relativ spät gesehen gehabt. Und ja, hatte ja halt leider diese Bootleg Blu-ray, wo ich ja eigentlich auch dachte, es wäre eine offizielle VÖ gewesen. Nein, ist es nicht. Und ja, deswegen halt das Mediabook, wie gesagt, Film absolut grenzgenial, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Toll gemacht, tolle Story. Auch von den Effekten her finde ich das sehr, sehr gelungen und das passt für mich auf jeden Fall auch heute noch. Wie gesagt, kann man sich auf jeden Fall echt mal gut geben. Ob man da jetzt ein Mediabook von braucht, das muss wieder, wie gesagt, jeder selbst für sich entscheiden. Ich bin damit zufrieden und ja, wie gesagt, ihr habt es gesehen, sehr, sehr schönes Mediabook, toll verarbeitet und auch ein richtig toller Film. Ja, dann machen wir weiter. Das war ein Blindkauf gewesen. Da hatte ich mir Mr. Books geholt. Der Mörder in dir, ja, bin ich auch gleich auf den Mediabook gegangen, obwohl ich ja auch erstmal zur Emory greifen können. Aber hier bereue ich das definitiv auch nicht, weil der Film ist wirklich grenzgenial, also wirklich absolut geil gespielt. Ohne Scheiß, alleine von der Story her, wie das alles aufgemacht ist, das macht richtig Fun. Ohne Scheiß, wie gesagt, der Film ist definitiv mitfiebernd, macht richtig Laune, totale Spannung da, wie gesagt, und alleine halt auch die Story, wo man sich dann halt auch so denkt, krass, in welche Richtung geht das Ganze jetzt? Und wie gesagt, ganz, ganz toll gespielt, wie gesagt. Ich bin absoluter Fan von dem Film, habe mir den auch schon mindestens locker 2 oder 3 Mal sogar schon reingezogen und es werden noch definitiv weitere Male folgen. Mediabook finde ich hier auch vollkommen in Ordnung, was da hier Infinity Pictures hier rausgebracht hat. Das Einzige, was ich immer so bei Infinity Pictures noch so ein bisschen bemängle, ist halt hier so diese Stabilität. Ne? Da hast du ja halt noch ordentlich Spielraum, aber ansonsten auch sehr, sehr schön gestaltet. Booklet ist für mich hier auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, Film kann ich hier auch nur wärmstens nahelegen. Ja, und dann kommen wir auch zu einem Film, ja, den jetzt nicht viele kennen. Ich kannte ihn bis dato auch nicht, bis mir dann halt mal die DVD zugeschickt wurde. Und da konnte ich mir den Film dann definitiv dann mal reinziehen, habe ich dann auch gemacht. Und das ist wirklich ein Film mit Robert Englund, der hier wirklich total untergegangen ist, meiner Meinung nach. Und ich finde es wirklich sehr, sehr schade. Wie gesagt, hier Mediabook wirklich sehr, sehr schön verarbeitet hier. Auch hier mit schönen Spotlack-Veredelungen. Ne? Das passt auf jeden Fall auch soweit alles wunderbar. Und wie gesagt, ein Film, der leider sehr, sehr stark untergegangen ist. Ich finde die Story hier auf jeden Fall echt gut gemacht, kommt auf jeden Fall auch Spannung auf. Es ist ein älterer Film, ganz klar, aber definitiv hat er immer noch so seinen Reiz, finde ich, und er kommt auch in der heutigen Zeit noch, finde ich, sehr, sehr gut rüber und wie gesagt, macht auf jeden Fall auch definitiv Spaß und alleine, wie gesagt, auch hier Robert Englund konnte hier dermaßen gut wieder überzeugen. Auch von den Effekten her finde ich das richtig gut gemacht. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Der Text hier drin ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, das passt, wie gesagt, alles soweit. Wie gesagt, super Film und alleine, wenn wir uns das hier so angucken, sehr, sehr schön gestaltet auch wieder von Cape Light.
Und das Bildmaterial, das kann sich ja auch durchaus sehen lassen. Es ist halt diese typische Cape-Lite-Qualität, die man eben halt so kennt, ne? Ich bin damit vollkommen zufrieden. Wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis passt hier. Ich hatte das auf der 10-jährigen Filmbörse mitgenommen gehabt und hatte es ja für einen guten Kurs erwischt. Wie gesagt, deswegen dachte ich mir so, komm, nimmst du jetzt mal mit. Mittlerweile gibt es ja jetzt auch eine ganz normale Keepcase von dem Film hier, Phantom of the Opera. Und ja, ich kann den Film definitiv mal reinziehen. Also, wie gesagt, Robert Englund hat hier auch wieder sehr, sehr gut abgelegt. So, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar hier The Autopsy of Jane Doe. Fand ich auch mega stark. Den Film kannte ich vorher auch nicht. Hatte den ja in einem Mystery-Paket gehabt. Da hatte ich bei einem Gewinnspiel von dem Pat Strongo gewonnen. Grüße gerne an dieser Stelle raus, wenn du dieses Video hier sehen solltest. Und da hatte er mir den Film beigelegt. Und ich war dann wirklich so dermaßen begeistert von dem Film und dachte mir dann so, hey, eigentlich so eine schöne Mediabook-Veröffentlichung von dem Film wäre definitiv auch mal was. Und ja, auf der 10-jährigen Börse hatte ich ja dann auch Glück, habe das Mediabook gefunden, auch für einen sehr, sehr schmalen Taler, finde ich. Gut, sagen wir mal, für einen guten Kurs, also ich hatte 20 Euro dafür bezahlt, das war für mich vollkommen in Ordnung, das hat für mich gepasst. Text hier drin ist auf jeden Fall auch vollkommen in Ordnung und wie gesagt, der Film auf jeden Fall auch richtig gut gemacht. Spannung baut sich hier langsam auf, finde ich, aber dafür trotzdem ist er fesselnd und man bleibt auf jeden Fall am Ball, weil man möchte wissen, wie geht das Ganze weiter, wie geht die ganze Geschichte aus. Und ja, das Mediabook wurde hier rausgebracht von Pretz Media. Halt auch schon ein etwas älteres Mediabook, aber wie gesagt, so von der Gestaltung her ist das vollkommen in Ordnung. Ja, gut, hier oben haben wir so ein bisschen was, aber wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, das passt für mich alleine hier, das Covermotiv für mich hier das schönste Cover gewesen und ja, wie gesagt, Film absolut auch nur zu empfehlen. Ja, weiter geht's und zwar mit Hard Rain in der natürlich hier mit Christian Slater und Morgan Freeman war ein Blindkauf gewesen. Wollte ich eigentlich erst die Emery, obwohl ich schon ein Auge auf die Mediabooks geworfen hatte, sind natürlich auch Repacks, klare Geschichte, waren aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann geguckt hatte, relativ teuer gewesen, also wirklich sehr, sehr teuer. Und ja, auch auf der 10-jährigen Börse hatte ich da auch wieder relativ großes Glück gehabt, habe das Mediabook ja auch hier für 20 Euro gefunden gehabt und dann dachte ich mir so, komm, nimmst du mal mit, bereue ich definitiv nicht, weil der Text hier drin auch richtig gut ist. Man geht ja, wie gesagt, auch auf die Charaktere ein, also sprich auch hier einiges über Christian Slater und Morgan Freeman, was man hier nachlesen kann, hat mir richtig gut gefallen und der Film ist auch sehr, sehr gut gemacht. Auch alleine, wie gesagt, Christian Slater, meiner Meinung nach so ein Schauspieler, der auch so ein bisschen untergegangen ist. Aber hier konnte er definitiv komplett sehr, sehr gut überzeugen. Auch von der Story her macht der Film definitiv was her. Kann man sich auf jeden Fall echt mal gut reinziehen. Wie gesagt, toller Film. Ob man da jetzt ein Mediabook braucht, ne, wie gesagt, jeder selber entscheiden. Gibt es aber auch günstig in der MOA. Ja, und dann weiter geht's. Hatte ich mir auch auf der 10-jährigen Börse mitgenommen gehabt. Ihr merkt es ja schon, jetzt kommen die ganzen Mediabooks nochmal so zum Vorschein, die ich da mitgenommen habe. War ja ein Blindkauf gewesen und mit absolut grandioser Empfehlung vom Dominik vom Kanal Speedtest TV. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und ja, ich muss hier definitiv sagen, er hat recht gehabt. Ich finde den Film so dermaßen genial. Richtig schöne, feinste Klopperei mit Scott Adkins hier in der Hauptrolle. Und Scott Adkins einfach nur, ne, der Typ ist einfach nur total roh. Der geht hier total brutal voran. Also richtig gut gemacht. Ich meine, gut, die Story finde ich ein bisschen dünn, aber trotzdem, wie gesagt, auch so von den Effekten her, wie gesagt, finde ich das auch gut gemacht. Und alleine im Vordergrund steht hier natürlich wirklich die Gewalt, ganz klar. Die krassen Kampfszenen natürlich, wo es natürlich richtig schön, natürlich ordentlich zur Sache geht, wo man sich natürlich schön ins Gesicht treten tut und hast du nicht gesehen. Ja, wie gesagt, Booklet finde ich hier auch richtig toll geschrieben.
Definitiv. Und man hatte hier das Booklet hier zweisprachig rausgebracht. Fand ich auch mal komplett was anderes. Also sehr, sehr interessant. Es ist natürlich der Text dann doppelt drin. Klar, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Wie gesagt, finde ich auf jeden Fall vollkommen okay. Und wenn man sich halt hier die Gestaltung anguckt, ist das ja auch sehr, sehr schön gemacht. Wie gesagt, also der Film. Ich bin wirklich hellauf begeistert, definitiv. Klar, storytechnisch hätte man da noch ein bisschen mehr rausholen können, finde ich. Aber so dramatisch finde ich das jetzt definitiv auch nicht. Zur 4K, hier ist ja halt die 4K noch mit drin und die 4K kann sich hier wirklich durchaus sehen lassen. Gut, hier ist auch noch ein Bonusfilm mit dabei. Den habe ich aber bis heute noch nicht geguckt, aber den muss ich mir echt mal wirklich mal reinziehen. Zur 4K als jetzt hier von Avenged Man, die 4K ist auf jeden Fall zu empfehlen. Die macht auf jeden Fall ordentlich was her. Klar, die Blu-ray hat auch ein gutes Bild, aber die 4K ist hier definitiv noch mal ein Ticken schärfer, auch von den Kontrasten her. Also wirklich eine sehr, sehr tolle 4K, auch eine sehr, sehr schöne VÖ. Alleine wenn wir uns das Mediabook hier mal anschauen, meine Güte, ist das ein fetter Klopper, also wirklich absolut Wahnsinn, was da hier Nameless rausgehauen hat. Ne? Also muss man wirklich so sagen, sehr, sehr schönes Stück. Ja, dann kommen wir zu einem Film und zwar zu Street Kings mit Keanu Reeves und Forest Whitaker. Fand ich natürlich auch sehr, sehr stark, kannte den Film natürlich. Mediabook wollte ich schon gerne haben, aber wurde zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt hatte, waren die wirklich sehr, sehr teuer, wie die jetzt momentan liegen. Also jedenfalls bei Teil 1, das weiß ich jetzt wirklich nicht, keine Ahnung. Teil 2, finde ich in Ordnung, ist aber jetzt nicht so geil. Da ist Teil 1 hier deutlich besser. Und ich hatte es auf der 10-jährigen Filmbörse gefunden. Ja, hier oben ist halt ein Manko, wie man es hier natürlich erkennen kann am Spine, sieht aber schlimmer aus, als es ist. Und für den Preis dachte ich mir dann so, alles klar, damit kann ich mit leben. Ich hatte dann da knapp 25 € bezahlt. War ja noch nagelneu und OVP gewesen. Text hier drinne, ja, ist in Ordnung, aber halt leider wenig, finde ich. Ein bisschen wenig Hintergrundinformationen. Aber ja, ist in Ordnung, wie gesagt, man sieht es halt hier selber, also es ist nicht wirklich viel Text hier drin, aber dafür macht der Film definitiv ordentlich was her. Alleine, wie gesagt, Keanu Reeves, absolut grenzgenial. Ja, ich mag den Film, ich finde den so dermaßen genial, halt hier richtig krasse Story halt mit korrupten Bullen und ja, wer den Film nicht kennt, unbedingt nachholen. Es lohnt sich definitiv, ohne Scheiß. Auch hier richtig schöne Action, schöne Ballerei mit dabei. Und halt, wie gesagt, das ist halt ein Film, wo es halt wirklich um die Korruption der Polizisten geht. Und schon krass. Ja, und dann kommen wir zum letzten Mediabook und zwar 8 mm, was da auch von Nameless rausgekommen war. Ja, gehe ich jetzt auch erstmal nur grob drauf ein. Ich hatte da natürlich auch ein Unboxing zugemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Für mich halt hier diese schönste Cover-Variante war ja auch die erste Blu-ray VÖ von diesem Film. Mittlerweile gibt es ja jetzt auch ein Keep Case. Aber ich finde das Mediabook hier vollkommen in Ordnung. Ja, es ist halt in diesem Used-Look, ist halt immer so Geschmackssache. Ich finde, es ist in Ordnung. Irgendwo passt das hier auch mit dem Film definitiv so zusammen. Bei älteren Filmen passt das mit diesem Used-Look hier so im Booklet. Da finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Der Film natürlich selber ist auch definitiv, denke ich mal, sehr gut bekannt. Wer den Film noch nicht kennt, auf jeden Fall auch hier definitiv mal anschauen. Hier geht es natürlich, wie gesagt, um Snuff-Filme, die hier behandelt werden. Und das ist natürlich auch schon ein sehr, sehr heikles Thema, aber halt wirklich hier richtig gut gemacht. Alleine auch Nicolas Cage, ich mag ihn total. Das war auch mit zu seiner Hochzeit, sage ich jetzt mal, wo er richtig geniale Filme rausgebracht hatte. Und ja, hier definitiv dasselbe. Spannung kommt auf, Action geladen sowieso. Wie gesagt, ganz, ganz toller Film, ohne Scheiß. Ist aber auch so ein Film, sage ich jetzt mal, den man jetzt auch sich jetzt, würde ich jetzt mal so behaupten, jetzt nicht so oft in den Player legt. Ich gucke mir auf jeden Fall gerne an, habe mir jetzt auch schon mindestens 2, 3 Mal gesehen. Wird definitiv auch mal wieder in den Player landen. Mediabook ist auch vollkommen in Ordnung. Text hier drin passt für mich auch. Wie gesagt,
sehr, sehr schön gemacht. So, dann sind wir hier durch mit diesem Part der Overview. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.